Und jetzt die Modetrends aus Paris. Architektonische Schnitte treffen auf blühende Tulpen. Goga Ashkenazi macht aus der Prêt-à-porter-Präsentation ihres Labels Vionnet eine frühlingshafte Angelegenheit. Tulpenbeete neben einem hölzernen Laufsteg, Tulpen als Origami-Papierschnipsel von der Decke hängend und Tulpen per Videoinstallation an die Wände projiziert. Da überrascht es nicht, dass Tulpen auch als Hauptthema in Form von Drucken und Schnittformen auf den Designs für Herbst-Winter wiederzufinden sind. Große Blumen in Scherenschnittoptik dekorieren interessante Filzroben und schwingende Glockenröcke mit Faltendetails und Schlitzen. Falten, Lagen und Drapierungen kreieren ein interessantes Spiel aus maskulinen Formen und femininen Einflüssen. Frisierte Midi-Röcke kombiniert das Designteam um Ashkenazi mit kastigen Shirts. Bustiers in Blockoptik werden zu bodenlangen drapierten Nadelstreifenröcken getragen und grobe Zopfstrickpullover, die hinten länger sind als vorne, betreten in normaler Variante und als XXL-Look in Verbindung mit Buntfaltenhosen und einem fessellangen Faltenrock aus zartem Chiffon den Laufsteg. Farblich beherrschen Grasgrün, Mitternachtsblau und Granitgrau die Looks, die oft Colorblocking-Elemente in Form von breiten Streifen aufweisen. Bestes Beispiel: der an Hüften und Beinen ausgestellte blaue Overall mit einem grünen Streifen in der Mitte, welcher das Outfit optisch einmal durchschneidet. Ein süßes Must-Have-Accessoire sind die flachen Slipper mit Fellapplikation und Fellriemchen. Fließende Gewänder im Komplett-Faltenlook und um die Taille gewickelte Bänder zu asymmetrischen One-Shoulder-Designs zeigen ein modernisiertes Traditionshaus, welches durch seine drapierten Roben im letzten Jahrhundert Weltruhm erlangte.